We wait for the monsoon. The perfect storm will come soon. The water is rising. Es ist Samstag und wir sind gerade in Düsseldorf und heute geht es auf die Glow und wir haben uns schon fertig gemacht. So Leute, wir sind gerade an der U-Bahn und in 3 Minuten kommt sie. Das da hinten ist nicht unsere. Die ist rosa, die passt zu meinen Haaren. So Leute, wir haben es geschafft, da reinzukommen und ich muss auf den Boden gucken, weil hier ist nicht der beste Boden und jetzt dürfen wir an allen anderen vorbei. Das ist ziemlich nett. Leute, wir sind hier drinnen angekommen, es ist sehr voll und jetzt suchen wir uns ein Goodiebag. So Freunde, wir haben gerade unsere Goodiebags geholt und jetzt sind hier sehr viele Menschen und ich brauche erstmal Orientierung hier drin, weil ich habe gerade keine Ahnung. So Freunde, wir waren gerade am Maybelline Stand und haben uns da diesen Koffer angeschaut, aber der kostet 60 Euro, deswegen eher weniger. Und ich schaue die ganze Zeit nach Stars, ey, nach YouTubern, ey. Voll am Struggeln. Ich sterbe, die laufen einfach gerade hier alle an uns vorbei. So heftig! Nihan und Ossi Glossi! Wir laufen einfach an uns vorbei, ist okay, Domino Cardi. Wir laufen einfach hier durch! Ist klar! Voll, ey. Kannst dich mal mehr gescheit halten. Gravity is pulling me towards the center now.
nebenan hat mir Produkte da gekauft und dann sehe ich plötzlich Laura und Ilona und sie standen aber weiter weg und weil ich alleine an der Schlange stand, konnte ich nicht einfach weg und mit den Produkten aus der Schlange rausrennen und dann kam Laura auf mich zu und dann kam Ilona auch noch, das heißt, die beiden haben mich angesprochen und das war so, weil ich stehe da einfach so in der Schlange, ich meine, was mache ich da, außer rumstehen, dann kommen die auf mich zu, das ist richtig, richtig cool von euch, danke, leider habe ich kein Video, aber Bilder. Wohin denn? Achso. Wolltest du zum Einhorn lassen? Ja. Wir sind gerade im Piano und, also wir haben gerade gegessen, deswegen bin ich auch so voll. Und wir haben vorhin von Barbara Sophie das Snapchat-Ding angeschaut und sie hat natürlich gepostet, dass sie hier in Düsseldorf ist im Piano. Und was sehen wir, als wir reingegangen sind? Lauren Coco XO und Barbara Sophie. Sie wollten kein Video machen, sorry, aber ich habe sie gefragt und wir haben Fotos gemacht und das ist so cool, die waren so nett, also geil. Keine Ahnung, die waren nicht auf der Glow, deswegen umso geiler, dass wir sie getroffen haben. Wir sind gerade an der Kö, wie ihr seht, und meine Kameraqualität ist leider gerade nicht die beste, aber das sieht schön aus und deswegen mache ich hier ein Video für euch. Auf jeden Fall ist es noch voll angenehm hier und wir dachten uns, wir laufen jetzt so ein bisschen an der Kö entlang, weil so als krönender Abschluss von dem Abend und dem Tag.
Hallo Leute, wir sind gerade in Köln. Wir dachten uns, wir fahren jetzt nochmal dahin, bevor wir heimfahren. Und schaut euch das an. Das ist die tolle Brücke, weil jeder YouTube-Star muss in Köln sein. Also machen wir das auch so. Spaß. Wir haben jetzt gerade hier ein paar Bilder gemacht, weil es hier sehr, sehr schön aussieht mit der Brücke im Hintergrund. Und hier war so ein cooler Seifenblasenmensch, der ist aber jetzt nicht mehr da. Aber in Snapchat habt ihr ihn gesehen. Also bis bald. Da ist er, der Dom hier oben. Könnt ihr sehen, gell? Zum Hauptbahnhof, haben wir uns gedacht, und dann schauen wir weiter, gell? Freunde, wir waren gerade bei Starbucks, hier ist noch ein Frappuccino-Banane und jetzt suchen wir uns was zu essen und dann fahren wir auch schon heim, weil wir müssen ewig heimfahren und wir kommen eh erst irgendwann heute Abend heim. Deswegen holen wir uns jetzt irgendwas zu essen und gehen zum Auto. Peace out! Hallo Leute, ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Und ich bin mehr als kaputt und ich glaube, man sieht mir das auch an. Und das, was ich jetzt als nächstes mache, ist definitiv ins Bett gehen, dieses Video schneiden und den ganzen Tag nichts mehr machen. Wir haben mittlerweile auch schon 7:30 und wir kamen eben gerade heim. Wir sind 5 Stunden oder was gefahren. Ja, ich möchte auf jeden Fall noch ein Fazit da lassen von der Glow. Und zwar fand ich die in Berlin definitiv viel, viel besser. Ich fand dieses Mal in Düsseldorf waren mehr Promis, sage ich mal, dabei. Also mehr Leute, die jetzt auch nicht so auf YouTube aktiv sind, aber es waren auch viel, viel weniger YouTuber da, hatte ich den Eindruck. Also es war wirklich nicht so wie in Berlin. In Berlin hast du gefühlt, ist die ganze Zeit irgendwer an dir vorbeigerannt. Da rennt Sami Slimani, da rennt eine Dagi B, da rennen die Lochis. Und das war in Düsseldorf halt eher weniger so. Da waren halt nicht so viele Bekannte. Aber es war trotzdem wunderschön. Das Einzige, was ich auch noch negativ fand, ist, dass es war eine Halle. In Berlin waren es mehrere größere unterteilte Hallen. Aber da war es eben eine große Halle, wo ganz viele Menschen auf einem Haufen waren. Also es waren wirklich massenweise Menschen. Und es war schon fast für mich, für meiner Meinung nach, ein bisschen zu viele Menschen, weil du teilweise kaum durchgekommen bist. Die Stände total überfüllt waren. Bei BH Cosmetics musstest du eine halbe Stunde anstehen, um dir mal 5 Paletten anzugucken. Und dann stehst du auch an BH Cosmetics noch in der Schlange, weil du warten musst, bis die bezahlen. Und das ist halt... Bei W7 habe ich eine halbe Stunde gefühlt gewartet, bis ich da mal bezahlen konnte für meine 3 Produkte. Das war wirklich so, dass du sehr viel gestanden bist, sehr viel angestanden bist, wenn du dir mal wirklich was anschauen wolltest. Aber es war auch wirklich wieder ein tolles Angebot mit Haare machen lassen, schminken lassen und so. Es war auch wirklich eine tolle Bühnenshow und bla. Und es waren wirklich tolle Leute da und ich bin froh, so viele tolle Menschen kennengelernt zu haben. Leider konnte ich nicht mit Tara reden, was ich sehr schade finde, aber ich konnte auf jeden Fall so viele tolle Menschen kennenlernen. Ich konnte Marvin kennenlernen, ich konnte Oscar kennenlernen, wo ich mich sehr darüber freue, weil Ossi. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich euch alle kennenlernen durfte und dass ihr alle so nett wart und euch so Zeit genommen habt. Und bei Shirin war es leider so, du musstest dein Handy sogar abgeben, wo die dann das Foto gemacht haben, wurdest quasi vorbeigeschoben. Leider hat diejenige, die mich fotografiert hat mit Shirin von der Glow eine, die konnte nicht fotografieren, ist einfach meine Meinung. Die hat einfach nicht gut fotografiert. Andere Sache, ich habe mir die Mrs. Bella Palette geholt. Natürlich, wie konnte es anders sein? Ich bin ein riesengroßer Mrs. Bella Fan. Und ich habe die bei BH Cosmetics bei dem Test dann geswatcht. Aber da dachte ich mir so, keine Farbe vorhanden oder was? Also ich fand die richtig schlecht beim Swatchen, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen drehe ich dazu ein Video zu der Palette. Das heißt, ihr müsst mich alle abonnieren. Nein, Spaß. Aber dann werdet ihr ein First Impression dazu sehen. Ich habe sie noch nicht ausprobiert auf meinem Auge oder sonst irgendwas. Ich werde sie live vor der Kamera zum ersten Mal ausprobieren. Und wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr mich abonnieren. Und das war's mit einem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Danke an die ganzen tollen Leute, die ich kennenlernen durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf der nächsten Glow auch bald wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.